So, mein Lieben, herzlich willkommen. Heute nur ein ganz kleines, klitzekleines Video, denn ich habe mal wieder eine Werbung entdeckt. Da oben, seht ihr das hier, da oben rechts. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ich auf F9 drücke, geht da was? Nein. Auf F5? Da. Hier. Ja, das hier. Gesponsert. Jola. Schmerzlindernde Wirkung auf Naturbasis. Und ein schönes Bild von einem meiner Lieblingskomiker, nämlich von Harpe Kerkeling. Und ihr ahnt es ja bereits, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ja, das ist natürlich totaler Käse. Der Herr Kerkeling hat damit nichts zu tun. Und das hier ist die Website, um die es dann geht. Ja, Pharma-Riese ist empört über Harpe Kerkelings CBD-Öl. Sarah Blessings, jetzt holt er zum Gegenschlag aus. Das ist natürlich alles kompletter Schmarrn. Er hat auch in der ARD nicht über seine neue Firma gesprochen. Und dass er ohne CBD-Öl nicht so fit und gesund wäre. Der hat in letzter Zeit überhaupt keine Interviews mehr gegeben. Beim offiziellen Verkaufsstart war Sarah Blessing innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Auch das ist natürlich totaler Quatsch. Ich selber nehme auch CBD-Öl, ja? Also ich nehme das auch. Aber Harpe Kerkeling hat damit nichts zu tun. Oh, mein Mann und ich beim Wandern auf Mallorca. Jetzt gucken wir mal. Wieder mein übliches. Moment. Grafikadresse kopieren, auf Google gehen, Bilder anklicken, Bilder einfügen. Jetzt gucken wir mal, wer das ist. Okay. Vorteile von CBD-Öl. Ja, das wird hier halt wieder mal verwendet, ja. Und das ist natürlich alles totaler Quatsch und totaler Blödsinn. Erst machen wir es hier noch mal. Komm mal her. Grafikadresse kopieren. Ach so, das muss erst weg. Bilder. Na, was ist denn jetzt? Ich wollte eigentlich Grafikadresse kopieren machen. Jetzt. Ja, ist ja gut. Weißt du, das ist schon wieder der Vorführeffekt, wenn man halt nichts vorbereitet. Mal gucken. Hier auch, ne? Ja. Das Bild ist auch einfach irgendwo geklaut. Ja? Also Harpe Kerkeling hat nichts mit Sarah Blessing zu tun. Wir können ja auch mal suchen hier. Also Harpe Kerkeling, Sarah Blessing, CBD Oil. Öl. Vielleicht hat er ja schon irgendwas gesagt. Er hat natürlich noch nichts dazu gesagt, weil es erst frisch ist. Ich denke auch nicht, dass der sich da irgendwie drüber aufregt, weil es natürlich totaler Quatsch ist. Und man kommt gegen die ja auch nicht an. Was wir jetzt nochmal machen, wir klicken hier jetzt nochmal drauf und gucken, was das für eine Firma ist. Sarahblessing.de. Okay. Sitzen in Irland. Okay. Jennifer Aniston, Whoopi Goldberg und Olivia Wilde. Ja, klar. Das kann schon sein, dass die. Das kann schon sein, dass die CBD-Öl verwenden. Ja, das ist also alles gut möglich. Der Wahnsinn, ne? Ist das wirklich eine deutsche Firma? Hier ist jetzt nichts mehr von. Hier ist jetzt absolut nichts mehr von. Von Harpe die Rede. Es kann sein, dass die das gar nicht wissen, dass mir so. Werbung damit gemacht wird. Wir gucken mal nach dem Impressum. Gibt es keins? Na, kommt schon. Kontakt. Kontaktieren Sie uns. Keine Adresse. Aha, haben wir es doch schon. Hier gibt es keine Adresse. Ja, haben wir es doch schon. Keine Telefonnummer, keine Adresse, nichts. Jetzt bestellen. Was soll das Zeug kosten? Steht hier gar nicht. Hier steht gar nicht, was das kostet. Was soll das kosten? Das steht hier gar nicht. Ah, jetzt. 3% 40 Euro. Ich hab, glaube ich, 40%iges CBD-Öl. Nee, ich habe 20%iges CBD-Öl. 60 Kapseln für 40 Euro. Ja. Hier steht immer noch nichts, ne? Impressum. Ach, guck mal an.
Ah ja, guck, von wegen deutsche Firma. Ja, die haben nur eine deutsche E-Mail, eine deutsche hier in, die sind aus London, wenn das überhaupt stimmt, ja. Wenn's überhaupt stimmt, okay? Also, ich würde sagen, mit Vorsicht zu genießen. Ich würde das nicht bestellen, weil ich einfach keine Chance habe, hier irgendwie in London irgendwas zurückzubekommen. Ja, es ist in meinen Augen sehr fragwürdig, was da passiert. Ja, also müsst ihr aber selber wissen. Ich würde es nicht machen. Ciao.